Ja, grüße dich. Heute gibt es den 1-Minute-Beweglichkeitsflow und heute machen wir deine Schultern und Nacken, ja, alles was hier oben mit deiner Schulter zusammenhängt, beweglicher. Wir machen die sogenannte, ja, Brustwirbelsäulenwelle. Ja? Und zwar nicht diese Welle hier, die haben wir ja auch schon mal gemacht, ne? Sondern diesmal die Welle quasi von der Seite. Ja, mit den Armen angefangen. Ich leite dich da auch gleich zu an, erkläre dir da erstmal kurz was zu und dann kommt die Minute direkt zum Mitmachen. Und ja, und schau mal, wie sich dann die Beweglichkeit verändert. Checken wir erst doch mal deine Nackenbeweglichkeit aus. Und zwar erst rüber den Kopf nach links. Wie weit kommst du hier rüber? Also merk dir einfach den Punkt. Guck dir mal runter zu deiner Schulter. Das machst du rechts auch. Ja, und vor allem, wie sich das anfühlt. Dann nimmst du mal deinen Arm nach hinten. Also du gehst jetzt so weit nach hinten, wie es geht. Wir wollen die Beweglichkeit hier in der Schulter testen. Und schau nach hinten ungefähr, guckst du für deinen Arm, wie weit er nach hinten kommt. Das Ganze mit rechts. Also wichtig, nicht mit dem Oberkörper rumdrehen, ne, sondern nur den Arm. Und kurz hinterher schauen, wie weit er rumkommt. Ja? Wir wollen ja nicht die Brustwirbelsäule jetzt testen, gerade von der Beweglichkeit, sondern von der Schulter. Und das Ganze mal den Arm hier nach oben strecken. Wie weit kommst du da hin? Ne? Wie ist der Arm gestreckt? Wie fühlt sich das an? Ja, und dann geht es dann direkt einmal los. Und zwar fangen wir jetzt hier an. Du machst diese Drehbewegung hier, ja, mit den Armen. Wichtig, da gibt es kein richtig oder falsch. Ja? Und der andere Arm macht immer die entgegengesetzte Bewegung. Das heißt, dreht der Daumen nach innen rein, kommt der andere nach unten. Ja? Und dann schiebst du den Arm nochmal in die Länge. Und du schiebst den Oberkörper zur Seite auch dabei, ja? Das sieht ein bisschen blöd aus, aber das tut extrem gut. Also die Arme bleiben beide lang und dann machst du hier diese Drehbewegung und dann gibt das halt so eine Welle durch den Körper, vor allem durch den Oberkörper. Und dann schaust du damit nach links und nach rechts mit dem Kopf. Das ist so letztendlich die Übung. Wenn du jetzt hier im Schulterbereich sehr verspannt bist, dann kann das auch sehr anstrengend sein, den Arm so zu halten. Dann nimm ihn etwas tiefer und mach die Welle tiefer. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Okay, dann würde ich sagen, geht es direkt einmal los. Minute und let's go. 1 Minute lang. Schön mit atmen. Schau mit nach links und nach rechts. Zack, zack, zack. Wie gesagt, wenn es zu heftig wird, nimmst du einfach hier etwas tiefer. Ja, und richtig schön. Du siehst, mein Arm bleibt lang. Ja, ich drehe ihn rein und raus. Rein und raus. Und der Oberkörper geht links und nach rechts. Ist übrigens auch gut die Übung, wenn du Schulterschmerzen hast oder Schulterprobleme. So quasi, wenn deine Schulter zu weit nach vorne steht, dann ist das eine gute Geschichte. Und du wirst, vielleicht, wenn du die Minute gar nicht schaffst, das ist nicht schlimm, weil du wirst auch merken, das wird richtig anstrengend, das Halten. Da kannst du die Minute auch schon richtig lang werden. Da kannst du auch einfach zwischendurch mal kurz Arm runternehmen und machst dann weiter. Ja? Aber jetzt ist die Minute schon vorbei. So schnell geht das. So, und jetzt testen wir nochmal die Beweglichkeit. Ja? Und zwar ist einmal nach links schauen. Also ich komme jetzt ein bisschen weiter, auf jeden Fall, auf beiden Seiten. Und da siehst du das Kuriose. Wir haben mit dem Nacken gar nichts gemacht. Da siehst du, wie das alles mit der Faszienstruktur zusammenhängt. Wir haben eigentlich jetzt die tiefen Armlinien bearbeitet von der faszialen Struktur her. Ja? Wir haben am Nacken gar nichts gemacht. Wir haben nicht das gemacht, wir haben nicht gedehnt. Ja? Und trotzdem komme ich jetzt persönlich schon weiter rum mit meinem Kopf. Ja? Das mit dieser Übung. So, jetzt nehmen wir mal den Arm nach hinten und da merke ich auch, ich komme viel weiter hier rum. Und nach oben, das fühlt sich auch viel besser an. Ja? Und jetzt interessiert mich, wie das bei dir ist. Probier es bei dir mal aus. Und ja, und lass mich das doch mal wissen. Kommentiere hier einfach mal. Und ja, mich würde das auf jeden Fall freuen. Und ansonsten lässt dir einen dicken, fetten Daumen nach oben da. Und ja, und abonniere diesen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Jede Woche gibt es mehrere Übungen, die dich wohler fühlen lassen, die deine Lebensqualität ja, steigern
und einfach dich von Schmerzen befreien. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, ein Abo dazulassen. Ist ja für dich komplett kostenfrei. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns am Freitag beim Weekend Flow. Bis dahin, dein Tobias.